In diesem Video wird der für die Kunstpädagogik bedeutsame Konflikt zwischen Günther Otto und Gerd Selle thematisiert und versucht, die beiden Positionen besser zu veranschaulichen. Der Ursprung dieser Auseinandersetzung findet sich Anfang der 70er Jahre, als es zur grundlegenden Diskussion über die Relevanz von Kunstunterricht kommt. Einerseits war das Fach Kunst in seiner Existenz im Fächerkanon der Schule bedroht und benötigte dringend eine curriculare Legitimation. Andererseits kam die Frage auf, ob Kunst aufgrund ihrer spezifischen und ambivalenten Struktur überhaupt in der Schule gelehrt werden kann. Wenn wir die Kunst personifizieren würden, so könnte sie ein flüchtiges, formveränderndes, nicht greifbares und unabhängiges Wesen sein. Einige Suchende werden ihm begegnen und andere wiederum nicht. Im Sinne Günther Ottos sollten wir dieses Wesen studieren, greifbar machen und es möglichst vielen Menschen näher bringen. Selle würde jedoch eher für die Freiheit dieses launischen Wesens plädieren, sodass sich jeder Mensch selbst auf die Suche im natürlichen Umfeld des Wesens begeben und eigene Erfahrungen sammeln kann. Schauen wir uns zuerst einmal das Konzept Günther Ottos ein bisschen näher an, um zu verstehen, warum in seinen Augen die Kunst doch gelehrt werden kann. Als Fachdidaktiker ist Günther Otto der Überzeugung, dass Kunst in der Schule wie die anderen Schulfächer gelehrt werden muss. Er entwickelt also in den 1970ern das Konzept der ästhetischen Erziehung. Hierbei steht das Bild im Vordergrund, welches neben der Malerei auch Alltagskunst oder mediale Phänomene mit einschließt. Er unterscheidet zwei Arten, wie Kunst gelehrt werden kann. Zum einen durch das Interpretieren und Rezipieren von Bildern im Sinne der werkimmanenten Bildanalyse. Diese Tätigkeit bezeichnet er als Auslegen von Bildern. Die zweite Art, Kunst zu lehren, besteht im Auslegen in Bildern. Hiermit sind die Tätigkeiten der Bildproduktion gemeint. Die Schülerinnen und Schüler könnten erlernen, wie sie ein Bild aufbauen oder wie sie verschiedene Motive zeichnen. Diese Tätigkeiten des Auslegens von und in Bildern sind für Otto zweifelsohne in der Schule lehrbar. Mit einer Strukturierung und Gestaltung von Erfahrungs- und Lernsituationen kann die Lehrkraft den Schülerinnen und Schülern helfen, sich durch Experimente, Überraschungen und Zufälle der Kunst zu nähern. Wie genau diese didaktischen Überlegungen und Strukturierungsmaßnahmen aussehen können, erklärt er in der Fachzeitschrift Kunst und Unterricht, die er 1968 gründete und die auch heute noch als renommierter Impulsgeber für die Unterrichtsgestaltung des Faches Kunst gilt. Insgesamt lässt sich sagen, dass Otto die Kunst greifbar und lehrbar machen will. Die Lehrkraft ist hierbei stets Begleiter und arrangiert die notwendige Lernumgebung. Sie holt quasi die sonst so elitär wirkende Kunst aus den Museen hinein ins Klassenzimmer. Der Künstlerdidaktiker Gerd Selle ist jedoch ganz anderer Meinung. Für ihn ist die Kunst ein rebellisches Wesen, das sich jeglicher Form von Didaktisierung und Formalisierung widersetzt. Denn Kunst ist eben Kunst. Er fordert pädagogische Bescheidenheit und meint, dass die Kunst, vor allem die der Gegenwart, nicht mit Lehrzielen gelehrt oder wie Otto sagen würde, auslegbar ist, sondern nur erfahren werden kann. Diese Einstellung macht er an einem Beispiel des Künstlers Joseph Beuys deutlich. Der Konzeptkünstler mache mit seiner Performance, wie man den toten Hasen die Bilder erklärt, die Autonomie und Unbeschreibbarkeit der Kunst klar. In seiner Performance sitzt Beuys, dessen Kopf mit einer Mischung aus Honig und Gold bedeckt ist, in einem Raum und erklärt einem toten Hasen seine Werke. Der Mensch wäre so rational, dass er diese Kunst nicht verstehen würde. Also erklärt er es lieber dem Tier, das noch voller Intuition und Sinnlichkeit ist. Kunst brauche keinen logischen Sachzusammenhang, um verstanden zu werden. Grundsätzlich sollte man mehr Sinn als Sätze benutzen. Demnach ist für Selle die Kunst auch nicht lehrbar. Jeder müsste sie selbst erfahren. Hierbei unterstreicht er besonders das kunstanaloge Denken und Handeln. Ein Kunstpädagoge müsste zunächst Künstler sein und seine Werke individuell reflektieren können, um dann andere Kunst zu verstehen. Allgemein fasst Selle auch den Kunstbegriff weiter und schließt hierbei sowohl synästhetische, kinästhetische, als auch poetische Kunst und materialerkundende, experimentelle und raumbezogene Spielarten der Gegenwartskunst mit ein. Nach Selle können sich dieser Kunst vor allem Kunststudierende nur autodidaktisch nähern, indem sie sich eigenständig mit ihr auseinandersetzen. Ohne jegliche Fremdbestimmung sollen sich die Lernenden mit ihrer individuellen Sichtweise die Welt erschließen und so ästhetische Erfahrungen für ihre eigenen künstlerischen Gestaltungsprozesse sammeln. Zusammenfassend betrachtet besteht für Selle zwischen Pädagogik und der Kunst ein dissonantes Verhältnis. Die Kunst sei zu eigen, um sie in curriculare Vorgaben zu pressen. Auf diese Weise würde sie nur missbraucht werden und sei nicht mehr sie selber.
Letztendlich kann sich jeder nur selbst auf die Suche nach ihr begeben. Dabei besteht aber die Gefahr, dass sich einige verirren und keinen Zugang zur Kunst bekommen. Um die beiden Positionen besser vergleichen zu können, werden nun noch einmal die wichtigsten Aspekte und Begriffspaare gegenübergestellt. Während Otto aus der Sicht eines Fachdidaktikers argumentiert, vertritt Selle die Position eines Künstlerdidaktikers. Für Otto steht deshalb die Pädagogik im Vordergrund und Selle spricht der Kunst mehr Bedeutung zu. Otto glaubt grundsätzlich an eine Vereinbarkeit der beiden, doch für Selle bestehen zu viele Widersprüche zwischen Pädagogik und der Kunst. Laut Otto kann Kunst gelehrt werden, er spricht daher von ästhetischer Erziehung. Selle glaubt wiederum, dass man sich nur ohne Fremdbestimmung mit Kunst beschäftigen kann und spricht von ästhetischer Bildung. Bei der ästhetischen Erziehung steht die verstehensorientierte Kunstdidaktik mit beispielsweise der werkimmanenten Bildanalyse im Fokus. Bei der ästhetischen Bildung sucht jeder seinen eigenen, ganz individuellen Zugang und eignet sich Wissen und Fertigkeiten im Eigenstudium an. Während Otto bei seinem Konzept eher Kinder und Jugendliche berücksichtigt, legt Selle den Schwerpunkt vermehrt auf Kunststudierende. Insgesamt steht für Otto im Hinblick auf den Kunstbegriff das Bild im Vordergrund, welches auch Alltagskunst oder mediale Phänomene mit einschließt. Selle konzentriert sich stärker auf Kunst im engeren Sinn, die auch zum Beispiel skulpturale oder performative Werke mit einschließt, wobei er fast ausschließlich mit avantgardistischer Kunst argumentiert. Schlussendlich lässt sich sagen, dass beide Konzepte sowohl nachvollziehbare und durchdachte Ansätze liefern, als auch an mehreren Stellen kritisch betrachtet werden müssen. Die Divergenz der Sichtweisen, die hier in einem Streit zweier Personen deutlich wird, zieht sich in der Entwicklung der Kunstpädagogik bis heute durch. Sie gehört also zur fachlichen Identität dazu, weshalb die gegensätzlichen Positionen eher als Kontinuum begriffen werden müssen. Jede didaktische Entscheidung muss im Hinblick auf diese Grundannahmen immer wieder neu diskutiert und Konzepte anders gewichtet werden. Kunst an sich besitzt eine spezielle Struktur, wodurch sie nicht bis ins Letzte fassbar ist und erklärt werden kann. Gleichzeitig gibt es lehrbare Aspekte, die allen einen gewissen Zugang ermöglichen können, weshalb sich Kunstunterricht nicht vollständig von schulischen Strukturen absondern sollte.